Der. Der hier ist auch wieder da. Du hast auf jeden Fall schon gut den Hallenboden gekehrt heute. Das macht so recht viel Spaß immer, Alter. Krass. Geil, geil. Wo gibt's jetzt zu sehen? Auf Lukas Knopf TV. Best Sender in the world. Yo Leute, was geht ab? Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir sind zurück aus Kanada. Ich habe mega Bock, euch zu zeigen, was jetzt hier in der Halle passiert ist. Ich habe es jetzt selber gerade zum ersten Mal gesehen, habe mir aber auch noch nicht alles komplett angeguckt. Und dann fahren wir die allererste Session in der neuen Halle, die wir hier bei The Motion Brand haben, die neue Skatehalle. Der Belag ist komplett drauf, richtig, richtig geil. Ich muss dann noch mein Bike aufbauen, mein Dirtjump-Bike, das kriegen wir aber relativ schnell hin, da ist nicht viel dazu. Das Downhill-Bike ist auch noch im Bikebag, also ich bin echt komplett frisch angekommen. War mit meiner Freundin noch ein paar Tage unterwegs, so sieht es jetzt gerade in der Halle aus. Der hier ist auch wieder da. Da tut so, als wüsste er, was er macht. Bitte. Hallo. Tim rollt dann auch eine Runde. Er ist ein paar Mal schon gefahren, wo ich jetzt gerade in Kanada war. Er hatte ja die große Knieverletzung. Muss langsam wieder anfangen, wird ein paar Chips mitmachen. Und Max ist hinter der Kamera, der fährt natürlich auch mit. Und dann fahren wir hier gleich die erste richtige Session alle zusammen. Die Jungs sind schon mal abgerollt, weil die haben ja hier gebaut. Die haben den Belag drauf gemacht, während ich weg war. Richtig, richtig geil. Christoph, Shoutout Christoph. Ja, genau. Es ist bis oben noch nicht ganz fertig, also ganz oben fehlt noch was. Aber ansonsten, wer den Channel verfolgt, kennt ja die Halle. Ihr wisst, dass wir die Jumpbox haben. Ihr wisst, was da oben alles passiert ist, aber es war halt immer nur die Holzbretter drauf und noch nicht der Holzbelag. Muss euch auch ganz ehrlich sagen, ist auf jeden Fall eine ganz schöne Investition heutzutage, Holz zu kaufen. Wenn ihr bei The Motion Brand einkauft, das Geld wird zu einem gewissen Teil reinvestiert in solche Sachen. Wir haben hier was zu fahren, können für euch Videos machen. Mega geil, danke. Danke dafür. Und hier ist zum Beispiel ein großer Teil, ein anständiger Teil hingeflossen. Wir gehen mal hoch oder weiter, genau. Konstruktion gebaut von die Unterkonstruktion von Schneestern. Wer einen Park ja möchte oder sucht, das ist die richtige Adresse. Wie machen wir das jetzt? Gehen wir mal Treppenhaus hoch vielleicht? Ja, oder? Ja. Sparschwein für MTB. Ja, Lukas, deinen Sparplan haben wir letztens entdeckt. Ich glaube, wir waren auch Zeichnungen von Kicker und sowas drin, oder? Ja, das Heft, das ist schon einige Jahre alt. Mini-Ramp-Zeichnung für oben. Was haben wir noch? Wenn du eine Notiz hast in deinem Handy, Matheaufgaben. Ich glaube, das hatte ich schon mal gezeigt im Mini-Ramp-Bauvideo. Einfach Matheaufgaben. Und hier mein alter Anlaufturm aus meinem Garten. Der stand da mal. Ich glaube, den alles kann ich nicht so wirklich. Nee, ich schneide mal ein Bild rein und hier Sparschwein für Mountainbike. Eröffnet 20.12.2010. Da kriege ich echt immer mal Nachrichten. Ey, Lukas, kannst du mir ein Bike schenken? Sparschwein. Ferienarbeit machen, Taschengeld sparen und so weiter. Also jeder schafft das. Was haben wir denn hier? Ja, Ende März, Zwischenrechnung. Ich habe auch bei eBay immer alte CDs und sowas verkauft. Ja, damit wir uns Fahrradteile holen können. Lass Fahrstuhl fahren, oder? Ja, komm, wir fahren. Ja, fahr Fahrstuhl. Dann kannst du auch so Fahrstuhlmusik einblenden. Ja. Zack. Zack, warte, wir sehen uns oben wieder. Ja. Ja, da braucht man eine ganze Weile, der Fahrstuhl. Die drei musst du. Ja. Treppensteigen viel, viel schneller ist. Und ich nehme auch sonst immer die Treppen für alle. Hier oben war ich noch nicht. Ich bin angekommen, habe unten ein paar Sachen erledigt, habe mir es unten angeguckt, aber das ist jetzt das erste Mal, dass ich hier oben bin. Und das ist mega, oder? Das ist echt geil. Hier eine Step-Up-Box oder so ein bisschen halt Nosebonk-Box, weil sie ganz anfahren. Nosebonk, Barspin, Nosebonk, Oppo, Barspin, Step-Up und dann hoch. Hier eine Quarter zum Drehen. Und dann geht's rein. Jetzt habe ich zwar gesagt, die Halle ist komplett fertig, aber
kleine Schönheitsdinger brauchen wir noch, aber wir können auf jeden Fall, gehe ich jetzt mal davon aus, ja, von, das geht. Genau, von oben reintropfen in die Quader. Das ist noch keiner gefahren, das oder? Das Ding, ja, das ist noch keiner. Also nur von oben reingetroppt, aber ja, die Spine an sich ist da niemand gesprungen. Step-down-Spine sozusagen, hier drüber, komplett Schwung mitnehmen und dann haben wir die Jumpbox da hinten und eben die Nordwall danach. Boah, sieht das cool aus von hier. Ja, ne? Echt geil. Boah. Michael Riegeberg hat ja auch richtig, richtig viel gemacht. Geschweißt noch und nöcher bei den, Metallkonstrukten. Das Airbag liegt gerade noch nicht mehr. Das könnten wir ja, wenn wir nachher Bock haben, auch nochmal aufbauen. Aber es soll heute eigentlich hauptsächlich um den Skatepark gehen und ich glaube, wir haben Bock zu fahren. Ready for Shreddy. Ready for Shreddy. Also sind jetzt schon ein paar Leute da und wir fahren hier erste richtige Session. Erste No-Hands. Yo! Nosebunk No-Hand ist echt Challenge. Und hier nochmal kurz für die Leute hinter dem Bildschirm. Man merkt, wenn die Kamera angeht, auf einmal fahren sie alle und machen sie hier. Wer hat die Größten hier? Das war gut, oder? Du bist jetzt noch nicht dran. Oh! Du bist doch was. Jo. Jo. Also hat irgendwie gerade gedacht, man ist schon hinten. Jo. TK, was machst du? Ich wollte sehen. Ja, fahr einfach. Ich glaube, die Leute würden gern sehen, wie Tim einfach wieder Fahrrad fährt. Und ich auch. Ja. Ja, Mann. Oh. Oh. Einfach probieren. Also wer es nicht weiß, Tim hat einen Kreuzbandriss und ist jetzt 5 Monate nicht gefahren, ja, glaube ich. Eigentlich waren es 4 Monate und 30 Tage. 4 Monate und 3 und nicht 31, ja. So, aber ich glaube, die OP war am 4. und am 3. bin ich wieder gefahren. Nach so einer Knieverletzung sollte man halt erstmal ein bisschen langsam anfangen. Das machen wir ja. Deswegen jetzt noch keine 3er Double Dips, höchstwahrscheinlich. 3er Double Dips. Ja. Machst du nochmal einen Headflip? Ja. Ich wollte nochmal einen machen. Ich war mit Tim mal in der Skatehalle fahren in Chemnitz. Hast du den in der Halle gemacht gehabt? Ja, ne? Ja, ich hab den mal geschafft. Da haben wir mal Game of Bike gespielt und da hat er den einfach probiert. Und hat ihn dann geschafft. Ja. Ist jetzt nichts, was aufs Bein geht. Oder?
Ja, dafür hat man ein paar Polsterungen. Nee, aber es ist, man merkt halt, dass man so lange raus ist und dass ich sagen, so Neigungen und so noch nicht wieder perfekt einschätzen kann. Aber es macht eben Spaß. Vielleicht sollte ich erstmal ein bisschen chillen. Man muss sich wie so aufpacken, ja, genau. So und reinlegen. Nach unten. Ich tue mein Vorderrad nach unten schnipsen. Ja. So und dann so dagegen. Jo, das habe ich noch nicht gemacht. Ich will auf jeden Fall nochmal ein 360 No Hand machen und Handplant. Hier kann man dann ganz gut Line fahren, dann irgendwie Footchim und ein Tailwhip Air, so als kleine Line hier hinten und dann, wie gesagt, ich habe es noch nicht geflippt, die Box, Max hat es schon gemacht, danach machen wir dann auf jeden Fall mal den ersten Flip für mich, zumindest da auf der Jumpbox, aber erstmal die andere Line. Ins Flat gekickt. Ich mach gleich nochmal. Ziemlich schnell 90 Grad. Kommt gerade unerwartet, aber was soll's. Immer. No Foot Seat Crab, das ist geil. Jo! So. Truck. Oh! Okay, ich mach den Marsch Flip und dann Truck. Jo! So ist es. Alle dabei oder was? Tim, hast du noch deine Tailwhip Challenge? Ich mache jetzt, glaube ich, erstmal 60 hoch. Und dann bist du bei der Truck-Mission mit am Start oder was? Dann mache ich ja noch ein, zwei Sachen. Du hast auf jeden Fall schon gut den Hallenboden gekehrt heute. Beim Handball. Aber ganz ehrlich, wie ist es? Wieder ja, ziemlich gut. Ziemlich gut. Ich habe jetzt auch viel nochmal fürs Knie gemacht, für die Muskulatur. Deswegen, ich denke, es ist langsam an der Zeit, die Dinge zu machen, die ich mache. Sehr gut. Deswegen, Vollgas. Jo. Wow. Ein bisschen verwinkelt fürs Film. Man hat den, glaube ich, nur so halb gesehen, weil hier die Spine ist, aber läuft. Ja. Yeah. Oh! Das war ein bisschen sehr langsam, Alter. Alles gut? Ja. Alles gut. Ich glaube, der Double Truck war auch gerade übelst da. Deswegen filmen wir den nochmal von hier oben und ich mach nochmal. Ich muss ganz schön weit rum. Ich glaube, so viel Schwung habe ich da noch nicht. Wow!
sie ein bisschen anders macht. Wie sonst. Da habe ich schon bessere gemacht. Der war besser. Ja. Nochmal ein Dreier und vorne ist er ja reingefallen. Ich stelle mich jetzt hin, um ihn zu retten, gegebenenfalls. Ich hab's schon wieder gesagt, Alter. Was ist denn vor? Ich war auf jeden Fall zu langsam. Den noch hergezaubert hast. Tim hat noch eine Mission. Yes! Da ist das Ding. So geil. Ja, Mann. Und auf und raus. Oh! Ich kann ja dieses Fahrrad küssen. Hast du sogar gemacht? Geiles Ding. Nice, Alter. Fahrradfahren ist einfach so langweilig. Würde ich niemandem empfehlen, der neu ist auf dem Channel. Ja, würde ich auch nicht machen. Geil, oder? Einfach nie gute Zeiten und die Zeit geht auch immer total langsam rum. Wir waren jetzt schon wieder seit Ewigkeiten in der Halle und man merkt es gar nicht. Rechthand. Many whip. Boah, Alter, was? Whip wäre krank. Yo! Alter, das geht einfach nicht. Ja! Let's go! Oh, Junge, Junge, Junge. Leins. Junge. Geil, Mann. Starkes Ding, ach du Kacke. Aber von der Wand musst du dich echt nur abdrücken. Ey, wir überlegen uns, mit was wir zurückkommen und bis wir wieder zurück sind. Yo. Yes! Jawoll! Ja. Ich glaube, Flair hat schon noch nie so gut angefühlt. Da war wirklich richtig, da war sehr clean, vielleicht, oder? Vielleicht, ey, wo ich den letztens gemacht habe, war das echt kacke, dass so steil war, weil ich irgendwie noch voll aufs Hinterrad gekommen bin, aber jetzt. Boah, guckt euch mal. Bist du noch, wo wir im Hardcore hier waren? Fuß an, ja. Oder was mit dem Max? Nee, ich war es, glaube ich, doch mehr. Uah, schade. Alter! Das macht so echt viel Spaß, aber Alter. Yo! Alter! Stubby, einfach. Oh! Ja, voll. Krass, geil, 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 geil. Wie weird, Alter. Ach du Scheiße. Das war übelst unerwartet. Das war auf jeden Fall. Es hat auch ultra lange gedauert. Aber das ist ein guter Session-Ender, oder? Locker vierter Versuch oder so. Ich habe, glaube ich, schon im letzten Video von hier gesagt oder habe das Video betitelt mit: Der Skatepark ist endlich fertig. Jetzt ist er
Noch immer nicht ganz fertig, weil noch ein paar Belagplatten fehlen an dem Step-Up, an der Quarter. Aber es ist richtig, richtig geil. Es rollt so gut mit den Platten. Es ist leise. Die Holzbretter unten drunter knallen nicht mehr. Es geht richtig geil. Jeder hat gesendet. Max Flairs und Tim ist wieder gefahren. Richtig, richtig geil. Das macht mich sogar noch mehr stoked, dass Tim endlich wieder mit am Start ist. Ja, die Kamera hält. Und er freut sich, glaube ich, sehr, sehr. Auch. In dem Sinne, alle, die hier mitgeholfen haben, weil es waren nicht nur Christoph und Michi, sondern auch andere haben mit angepackt. Danke an jeden, wenn ihr das jetzt seht. Und danke an euch, die das auch ermöglicht haben. Also hauptsächlich. Und danke an Lukas. Hauptsächlich, ja. Ja, stimmt, ne? Muss man auch dazu sagen, ne? Oder? Ja. Wir haben was Geiles zum Fahren über den Winter, über den Herbst, Frühling, immer wenn halt schlechtes Wetter ist in Deutschland und machen wir uns nichts vor, das ist ziemlich oft. Richtig, richtig geil, ist ein Traum, der wahr wird und ich würde sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, Leute. Peace. Macht's schön gut. Ciao. Ciao.